Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Gameplay-Video von mir. Diesmal spielen wir nicht mal Helden vs. Schurken, sondern mal Galaktischer. Also nicht Galaktischer Angriff, sondern Sternjäger Angriff. Und das heißt, wir fliegen. Hippie. Wir spielen erstmal die erste Ordnung mit ihren TIE Fightern. Hier. Angriff, Feuer. Erstmal schön das Ziel angreifen. Das sind vielleicht Jäger. Sehr viele Jäger sind nur KI gescheut, also Bots, also nicht wundern. Das sind manche ein bisschen zu blöd. Das hier ist ein Bot. Das erkennt man daran, dass da keine Namen draufsteht. Also sie haben schon Namen, aber keine Spielernamen. Das hier ist ein Spieler. Andere sieht mich an. Das ist nicht gut. Gut, dann spielen wir schon Jägerstufe 40. Mein Anfangjäger ist nur Stufe 12. Mit den Jägern spiele ich heute noch nicht so viel gespielt wie auf Boden. Hier muss man auch aufpassen, dass man nicht gegen die Trümmerfelder fliegt. So. Dass die Feldgeneratoren ihre volle Energie erreichen. Ausgezeichnet. Ja. Unser Angriffsgeschwader nimmt sein Ziel unter Beschuss. So erledigt. Muss ich ein bisschen hier konzentrieren. Wird wahrscheinlich ein oder zwei Schlachten machen. Yep. Ist erledigt. Ich war kein Online-Spieler, aber egal. Und das hat echt viel Schaden gemacht. Was kann der Abhängige des ersten Ordnung? Ja, er ist. Er kann, er hat ein Geschütz. Einfach das aktivieren, dann schießt das Geschütz automatisch auf Gegner. Tötet ihr vielleicht einen jemanden? Eine Rakete hat er und Nachbrenner. Nachbrenner heißt einfach, er hat nochmal. Wie beim Auto bei Nitro einfach. So. Nochmal Geschwindigkeitsboost schnell. So. Hab ihn. Dann ich jetzt gleich ein anderer wahrscheinlich. Eine Teilabfang, Jäger der ersten Ordnung hat auch Schilde. Wenn man hier rechts sieht man den weißen Lebensbalken, dann nochmal rechts sieht man den blauen Schild. Halt still, damit ich dich besser abschießen kann. So. Das eine Symbol, da was der Gegner umrum hat, sieht man, wie viel Leben er noch hat. Er hat jetzt sehr wenig Leben. Und ich habe jetzt sehr wenig Leben. Man kann auch hier Heldenschiffe spielen, aber die sind ziemlich teuer von den Punkten her. Und außerdem will ich meinen Abfangjäger leveln, also spiele ich die noch nicht. Außer ich kann die Slave One spielen. Und wir verlieren sogar die erste Runde. Okay. Oh, das ist eine schnelle Niederlage. Ja. Ich bin sogar zweiter aus meinem Team. Das war schwieriger als erwartet. Ihre Basis wird bald zerstört sein, aber viele konnten entkommen. Tja, viele sind auch entkommen. Naja. So, die Ergebnisse, nicht so viel Geld leider, aber egal. Ich habe eigentlich schon genügend, mit über meinen 600.000 Credits. Gleich mal ich alles leisten, was ich leisten brauche bei Battlefront. Konduku hole ich mir so oder so. Am 23. müsste eigentlich kommen, diesen Monat. Und ich freue mich. Oh, jetzt spielen wir den Widerstand. Ein absolut schrecklicher Name. Den sie hier. Ich finde auch die erste Ordnung und der Widerstand ist, sind so scheußliche Namen, die sie bei den neuen Filmen ausgesucht haben. Der Widerstand passt für dich nicht zu Star Wars als Name. Das hat bei Terminator gepasst.
Ach, ja. Ich finde, bei Terminator passt das viel, viel besser als hier. Aber nun gut, ist egal. Den Namen haben sie nun mal, leider. Darüber kann ich mich immer wieder lustig machen, weil ich es lustig finde, weil der Name nicht passt. Witzig, witzig, aber egal. Fähigkeiten von Ihnen hier sind Zipere. Wir müssen gut vorbereitet sein. Er hat auch Nachbrenner wie jeder. Ich habe alle Abfangjäger, soweit ich weiß, Nachbrenner, also Nitro sozusagen. Und eine, und der hat hier eine Rakete. Und der Zielparameter ist, glaube ich, weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, das ist eine bessere Zielmarkierung hier. Still, weg. So. Ich finde, TIE Fighter allgemein sind nicht so gute Jäger. Ich meine, sie haben kaum eine gute Bewaffnung. Klar, die sind schnell. Aber viele Jäger in Star Wars sind schnell. Aber dennoch eine bessere Bewaffnung und ja. Für mich ist der beste Jäger in Star Wars, für mich, meine persönliche Meinung nach, der Vulture-Droide. Er ist am flexibelsten einsetzbar. Also, er kann am Boden laufen. Also, er kann gleichzeitig fliegen und laufen. Das kann kein anderer Jäger. Jedenfalls habe ich noch keinen anderen Jäger in Star Wars gesehen, der das könnte. Sekunde. Stirbt. Das sind hier Einsatz. Habt ihr gerade das eine Ding gesehen, was? Soll sterben. Danke. Ja, da ist eine. Ja, egal. Und bei dem Vulture ist ziemlich massiv bewaffnet. Ich meine, der hat zwei Energietorpedos, vier Blaster und nach Ausrüstung auch vier Raketen. Das sind insgesamt 10 Waffen. Ich meine, 10 Waffen für so ein, für einen Jäger, solche eine Größe. Und vor allem, er ist auch schnell und wendig. Und auch noch viel schwieriger zu treffen als der TIE Fighter. Der TIE Fighter ist jetzt zwar vorne relativ schwer zu treffen, aber von der Seite. Das schreit ja gerade noch dazu, bitte triff mich. Das ist so ein dermaßen Schild. Der Vulture ist sowohl von vorne und seitlich schwer zu treffen. Und der Vulture ist auch massiv baubar. Und vor allen Dingen hat der Vulture auch, sind wir auch in der Clone Wars, auch Hyperantrieb. Das sieht man zu einem in der Folge von The Clone Wars, wo Nute Gangway gefangen genommen wird. Da kommen die Vulture nur mit Trägerschiffen an, also mit so Enterschiffen. Andere Trägerschiffe, wo sie jetzt sie mit Hyperraum transportieren hätte müssen, sieht man ja nicht. Und einmal die Folge in der 6. Staffel von der Schlacht von Scipio, glaube ich. Da als der Podovins und die anderen beiden Munificent-Fregatten und die anderen Versorgungsschiffe aus dem Hyperraum gekommen sind, sieht man, dass sie vor den Schiffen die Vultures und andere Schiffe aus dem Hyperraum gekommen sind. Also sie sind direkt von vorne gekommen, vor den Schiffen. Und das direkt danach, als sie sofort aus dem Hyperraum gekommen sind. Es gibt zwar hin und wieder ein paar Bücher und Quellen, das heißt, sie haben keinen Hyperantrieb. Das ist schön und gut, dass es da steht, aber in der Clone Wars sieht man das ja anders. Ah, das ist das auch das neuere Problem des neuen Star Wars Kanons, mal wieder, dass es sich wieder sehr widersprüchlich ist. Zum Beispiel in einem Buch hieß es, die unsichtbare Hand, das ist das eine Flaggschiff von General Grievous aus Episode 3, wäre ein Podovins Dreadnought. Und in einem anderen Buch hieß es, ist es ein Träger-Zerstörer. Bei dem, man sieht schon aus dem Film und der Clone Wars aus Vergleich, dass die unsichtbare Hand keinesfalls eine Dreadnought ist. Ich meine, jeder, der wirklich aufgepasst hat, weiß das. Sie hat nicht die passende Größe und vor allem nicht die passende Bewaffnung. Wo man das am besten sehen kann, ist, wenn man sich Episode 3 anschaut. Kurz bevor die Szene, wo Anakin und Obi-Wan zu Grievous gebracht werden auf der Brücke, wenn die unsichtbare Hand durch einen Bildschirm fliegt, sieht man vorne den Bug, was sie alles hat. Und vergleicht das mal mit der Dreadnought. Und da sieht man, dass sie das nicht ist. Und falls sie tatsächlich so eine sein soll, dann ist sie extrem schlecht bewaffnet für die Dreadnought. Die Dreadnought zeichnet sich ja aus, dass sie über saugmäßig groß und stark bewaffnet ist.
Ja, das ist das Problem bei Star Wars. Sich so viele Widersprüche sich zusammen. Vor allem das Problem ist es alles Kanon. Der Clone Wars ist Kanon, das Buch ist Kanon. Also ist jede Aussage an sich per se ja richtig. Aber wenn sich zwei Fehler haben, dann ja. Okay, man könnte jetzt auch sagen, man kann immer nach neueren gehen. Aber das ist auch keine Lösung auf Dauer. Dann heißt es im Buch das wieder und dann das wieder und dann müssen wir nach neuesten gehen. Es muss ja mal eine gerade Linie geben. Und vor allem ist die neueren Star Wars Filme stehen ja auch nicht über die älteren. Zum Beispiel Episode 4 oder Episode 3 zusammen verglichen, wenn sie sich widersprechen, haben sie beide auch den gleichen Wert. Das heißt nicht, okay, der eine ist moderner und Zeta mehr. Nee, beides haben immer noch den gleichen Wert. Okay, ich soll mich langsam konzentrieren, hier wieder rumzufliegen, anstatt meine Probleme mit Star Wars hier rumzusprechen. Klar, ich liebe Star Wars. Es wird wahrscheinlich für immer mein Lieblings-Science-Fiction-Universum sein. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht die Probleme darüber diskutieren kann. Es hat Probleme, bedauerlicherweise, die hätte man einfach vermeiden können. Bei Legends war es auch nicht wirklich viel besser. Klar, ich finde Legends auch an sich besser, weil die Geschichten mir auch da besser gefallen haben. Aber was Widersprüche angeht, war auch nicht besser. Und, also Legends ist das alte Kanon von Star Wars, bevor es von Disney aufgekauft wurde, für die Leute, die es nicht wissen. Gab es eine Kanon-Regel. Das kennen auch, glaube ich, nicht die. Das kennen auch eigentlich kaum bis gar keinen Star Wars-Fan. Und dann. Das ist auch die Sache, die sie alle ignorieren eigentlich. Es gibt, wenn man von Legends spricht, eigentlich die G-Stufe, die T-Stufe, die C-Stufe und dann N- und S-Stufe. Okay, G-Stufe ist das absolute höchste Kanon. Das ist zum Beispiel alles, was zum Beispiel George Lucas zum Beispiel selber sagt oder seine Meinung eben. Die Filme und die Romane zu den Filmen. Die sind Stufe C, soweit ich weiß, und stehen an oberster Stelle, also damals. Sprich, ich hätte jetzt einen Roman, also jetzt nicht von zu den Filmen, die von George Lucas oder den anderen Autoren dazu, langsam, hoppla. Ich muss schnell weg, ich sterbe. Gemacht wurde, zum Beispiel Buch Labyrinth des Bösen. Das ist zum Beispiel damals ein der Vorgeschichtenroman, ne? Zu Episode 3, aber ist ja nicht der Roman zu Episode 3. Sprich, wenn dieser Roman sich irgendwo verbeißt, zu dem Film oder sonst wo, haben die Filme einen höheren Stellenwert. Also sprich, wenn zum Beispiel heißen soll, im Film heißt, wenn im Film zum Beispiel das und das ihnen gesagt wird und im Buch anders heißen würde, aber dasselbe ist, zum Beispiel im Film heißt der Typ Anakin und im Film heißt der, keine Ahnung, ja, Christian oder sowas, dann wird der Name ja nicht zählen. Dann zählt nur der Film da. Das heißt aber an sich per se ja nicht, dass alles im Buch dann nicht Kanon ist, sondern nur das, was widersprochen wird. Soweit ich weiß. Okay, T-Stufe ist die TV-Serie, das ist zum Beispiel The Clone Wars, das ist dann die zweite Stufe. Und die dritte Stufe ist C, also, ja. Alle drei Stufen, T, also G, T und C sind Kanon, also damals gewesen. Aber was Widersprüche anbelangt hat, dann alles an anderen Stellenwert, was höher und weniger Wert hat. C-Stufe sind einfach die Romane, also die jetzt nicht zusammen von Episode 3 oder anderen Episoden gemacht worden sind, sondern eigenständig, wie Labyrinth des Bösens oder die X-Wing-Romanreihe zum Beispiel. Und andere Quellen wie Videospiele, Dings und Jenes, eben. Das ist die C-Stufe. N- und S-Stufen sind nicht Kanon, also das sind solche Sachen wie Lego oder andere Dinge wie Gameplay-Sachen von Spielen. Zum Beispiel, wenn bei den alten Star Wars Battlefront-Teilen, die alten Spiele, heißen würde, dass man mit dieser Waffe jenes und jeden Gegner töten könnte, das wäre nicht gültig. Also in den Filmen und anderen Universen wäre das nicht gültig. Erzählt nur in den Spielen nirgendwo sonst höchstens. Aber das hat dann nichts mit Kanon zu tun, sondern ist einfach irgendetwas, was man ignoriert, sondern ja, das kann man getrost ignorieren. Und daraus entsteht auch ein Problem, was ich mit den Wikis und so weiteres habe, weil diese, wenn man nach Legends geht, diese Regeln nicht betrachtet. Also,
Ich habe immer meine Probleme mit Wikis. Zu einem, weil es die Kanonregeln des und jenes nicht beachten. Einiges auch ihre eigene Meinung enthalten, was ich auch gar nicht mit ausschlagen will, aber für eine Wissensseite sollte man schon schon da und das jenes bleiben. Bei den, wenn es keine Quellen gibt, sondern nur das und jenes. Bei vielen Wiki-Seiten stehen auch nicht wirklich Quellen hinter. Dass es wirklich sehr schwer macht, das und das jenes wieder rauszusuchen. Ja. Es gibt ja jetzt auch die ein paar meinen würden, ja, das kann doch nicht so sein. Doch ist es, es ist so. Lasst euch nicht ablenken. Zum Beispiel bei einem Wiki-Beitrag, ist etwas länger her, also höchstens ein, zwei Jahre meine ich. Die Snake-On ist da. Die schieße ich ab. Versuche ich. Da hieß es, ja, Klone können Superkampf-Druiden leicht. Ach, Seismische-Bombe, hoppla. In einem Wikipedia-Track stand er einmal, soweit ich jetzt noch aus dem Kopf habe, dass ein Klon mit seinem Dingsda-Blaster ohne Probleme einen Superkampf-Turin mit 6 Schüssen töten könnte. Da stand nichts mit Kanonregel oder sonst was. Quelle dazu war Battlefront 2. Okay, habe ich nachgeguckt. Ja, ist es eben ein Spiel und deswegen, das passiert nur, wenn du hinschießt. Und, wie, und das ist nicht Kanon, das ist NNS-Stufe, das hat da nichts zu suchen, das hat keinerlei Bedeutung. Das ist es, was ich meine. Die Wikis betrachten das nicht. Klar, die sammeln einfach alles, was es gibt, höchstens. Beziehungsweise einige nehmen auch eine Interpretation raus. Und das ist das Scheiße daran. Vor allem bei den Wikis gibt es sehr viele Quellen, die da nicht verlinkt sind oder wo die Infos nicht rausgenommen werden. Bei Wikipedia. Ja, ist jetzt schwierig, weil ich mich jetzt ziemlich stark auf die Separatisten fokussiere. Es ist zum Beispiel so bei Legends gewesen, es gibt ein Buch, was ich habe. Da steht das und jene Information drin. Okay, habe ich danach in Wiki gesucht und da stand das überhaupt nicht. Als würde es gar nicht existieren. Ist auch das Problem. Viele Quellen oder andere Sachen stehen da nicht drin. Oder werden das und jenes in Themen nicht berücksichtigt. Und das ist schon sehr wichtig, weil das in gesamten Masse... Klar, das und jenes sind nun die beiden Informationen, aber alles zusammen betrachtet gibt es schon ein gewisses Gesamtbild. Und das ist, ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich habe echt zu viel durchgelabert, aber... Um einen kleinen Überblick zu verschaffen, was ich an den Wikis oder was mich ein paar meiner größten Kritik-Sachen sind an Star Wars. Ein paar. So, Shit, fuck, blöde Rakete. Puh, war das knapp. Oh, das ist mir schon. Falls ihr gerade aufgepasst habt, habt ihr gerade von einem Symbol. Es war ein Symbol gewesen, ein weißes Symbol, was so aufgeploppt ist. Das war die seismische Bombe. Wenn ihr das seht, euch schleunigst davon entfernen. Ich bin Zweiter, immerhin. Obwohl ich nicht der beste Flieger bin. Okay, das verlieren wir auch. Unsere Flieger allesamt sterben. Okay, das war jetzt eine Niederlage gewesen. Aber das war's auch für das Video. Fürs Erste. Jedenfalls, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Und ich sage dann mal auf Wiedersehen. Ciao.